Und jetzt, Leute, die Wiener Würstchen mit 3 Gramm Fett. Ist das eine andere? Ja, die ist leichter. Echt? Schmeckt die? Das ist ein wirklich heftiger Diät-Snack, wie ich finde. Jetzt kommt der spannende Teil, meine Freunde. Das ist ein Diät-Eis. 7 Gramm Fett und 14 Gramm Eiweiß. Was geht ab, meine Freunde? Welcome back zu einem weiteren Diät-Snack-Haul aus dem Kaufland. Ihr habt euch das gewünscht. Ich habe mir heute Verstärkung geholt. In dem Sinne, hallo. Viel Spaß mit dem Video. Ich meine, Backwaren allgemein, so Sweets, Muffins und sowas, Brot ist vor allem in Deutschland ein riesiges Thema. Dementsprechend sind die Abteilungen natürlich auch riesengroß. Und wenn es um Diät-Snacks geht, ist es natürlich echt schwer, da was Passables zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen mein Top-Diät-Snack immer noch für To-Go, der kalorienarm ist, wie ich finde, ist immer noch Knäckebrot. Wir haben hier das Wasa-Knäckebrot, kennt man, ist in der Relation teurer. Ich weiß gar nicht, ob Kaufland ein Knäckebrot hat in der Eigenmarke. Ich sehe das doch da hinten, guck mal. Also immer nach unten schauen, die günstigen Produkte sind immer unten und wir vergleichen mal ganz kurz auch hier das Knäckebrot wie aus den letzten Videos. 390 Kalorien, 7,6 Gramm Fett auf 100, muss man sagen. Man isst ja nicht direkt 100 Gramm, sondern Knäckebrot hat wirklich sehr wenig am Gewicht. Und hier mal Vollkorn von Wasa. Hat hier 334 Kalorien, nur 2 Gramm Fett. Also von den Nährwerten ist es definitiv besser. Dennoch bin ich jemand, weil man halt eben nicht sehr viel davon isst, greife ich doch lieber auf die günstigere Variante. Schaut mal hier, Mini-Reiswaffeln, Paprika. Paprika kennt man, bin ich ein riesen Fan. 471 Kalorien, 19 Gramm Fett. Die haben hier 50 Gramm drin. Dementsprechend die Hälfte. Andernfalls Kauflands Eigenmarke, muss ich echt sagen, da finde ich, ist Kaufland richtig strong aus Erfahrung schon. Deren Eigenmarken können halt wirklich was. Reiswaffeln, Meersalz, kennt man, auch richtig geiler Diät-Snack. 3 Gramm Fett auf 100, also Low Fat pro Portion, 30 Kalorien pro Reiswaffel. Und dann kostet mega. Das auch noch 50 Cent. Ja, 50 Cent, also das eine ist. Ganze Packung. Ja, das ist echt was. Und was soll hier der Unterschied sein? 6er Pack, die sind einfach nur einzeln. Die sind einzeln abgepackt, einfach nur, ne? Die sind fast geiler, die Maiswaffeln. Wow, geil, die Maiswaffeln gibt es hier auch auf günstig. Die sind, so die sind sonst immer etwas teurer, die Maiswaffeln, wie ich das kenne, aus anderen Supermärkten. Da bin ich. Euro, ist okay. Ja, ist echt okay. 0,7 Gramm Fett gerade mal. Also High Carb, Low Fat des Todes, 24 Kalorien pro Maiswaffeln. Killer. Also da kommen in mir wirklich Erinnerungen hoch, die habe ich früher in der Diät immer gegessen, während der Ausbildung auch extrem und habe dann immer hier Hähnchenscheiben draufgelegt und ein bisschen, man kann auch Low-Fat Frischkäse noch drauf machen. Kann man auch, wenn man möchte. Manchmal, ja. Wenn ich Bock auf Süßes hatte, habe ich es einfach ganz dünn mit Marmelade bestrichen. Oh, stimmt, oder mit Nutella auf. Ja. Auf richtig undercover. Ja. Geil. Also Brot ist natürlich eine Sache. Ich stehe drauf und ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich Bock in der Diät drauf zu verzichten. Schaut mal hier zum Beispiel Toastbrötchen, Roggenmischung. 159 Kalorien gerade mal auf das Brot. Und wenn du sagst, ey, okay, ein bisschen mehr Kalorien gehen auch rein. Hier haben wir Bagels zum Beispiel mit 220 Kalorien, 2,2 Gramm Fett. Auch nicht schlecht. Und was ich bei Kaufland sehr gut finde, dass hier gerade Paprika im Angebot ist, aber abgesehen davon, dass sie nicht in Plastiktüten verpackt ist. Ja, ich weiß, dieses Thema, vor diesem Thema kann man die Augen nicht verschließen, deswegen spreche ich das nochmal explizit an. Es gibt Supermärkte, da sind die in Dreierpack abgepackt, finde ich nicht so cool. Ich kaufe die auch mittlerweile ohne Plastiktüte, einfach so quasi. Ich nehme auch direkt meine mit, mal schauen welche. Von da, meine Freunde, auch ich trage meinen Teil bei, das solltet ihr auch. Und wo wir gerade bei Brötchen sind, Dinkel-Toastbrötchen. Was haben wir denn hier? 127 Kalorien auf 100, 0,7 Gramm Fett, sogar unter 150 Kalorien, dementsprechend passt das genau in unser Raster rein. Aber ich kann mir bestimmt denken, Harry kennt man. Schmeckt gut, ist aber sicherlich teurer als so eine Eigenmarke oder so. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Food-Vergleiche von Lebensmitteln aus jeglichen Supermärkten, dann checkt natürlich mein Instagram-Profil, erster Link oben in der Beschreibung. Da habe ich ein Story-Highlight-Food-Vergleiche. Da drehe ich nämlich in der Story fast täglich spontane Food-Hauls ab,
School Day of Eatings oder sonstiges. Also wenn du Bock hast, live dabei zu sein, check auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung und folg mir auf Instagram oder schreib mir auch gerne deine Einkaufsideen auf. Sag mir bitte, wie geil ist dieser Ketchup da oben? Der ist heftig geil. Und ihr. Was denn? Knoblauchgewürzketchup. Ja, aber guck mal, es geht ja auch ein bisschen so um die Kalorien. Das ist ja so der Aufhänger. Diät-Snacks. Ja, ja. Hela, kennt man, Bruder? Guck mal, Hela. Da. Hela. Warum Hela? Das ist kein Doppel-L. Hela. Ja, man sagt jetzt trotzdem Hela. Nee, ich sag Hela. Wir haben hier 136 Kalorien auf 100 Milliliter oder 100 Gramm. Und hier, Leute, beim Light-Ketchup, und der schmeckt wirklich mega geil, den nehmen wir auch gleich mit, 80 Kalorien. Und ihr fragt mich ständig auf Instagram, wo ich den her habe. Wie gesagt, beim Kaufland bekommt man den in groß, im Edeka, in Rewe meistens in diesen kleinen Dosen. Also der ist bei uns leer, den nutze ich wirklich sehr häufig. Thema Nudeln. Kennt man natürlich auch in der Diät, selbstverständlich. Kauft man die große Packung zum Beispiel von Nudeln, spart man Verpackung außer Frage und auch Geld in den meisten Fällen. Aber wenn man mal wirklich gar keine Möglichkeit hat, was großartig zu kochen, kann ich euch wenigstens vom Geschmack diesen Couscous, würzigen, pikanten Couscous empfehlen. Genau. Okay, den Couscous kann ich euch einfach empfehlen, weil der von den Kalorien her gerade mal 228 hat, relativ wenig Fett und einfach gut schmeckt. Aber ich kann euch trotzdem sagen und empfehlen, kauft natürlich die große Couscous-Packung. Davon habt ihr einfach langfristig mehr und spart euch natürlich hier den ganzen Müll. Leider gibt es aber irgendwie keine Low-Fat-Mayonnaise. Was sagst du? Aus besteht Mayonnaise. Aus Fett. Ja. Du als Tomatenketchup besteht halt aus Tomaten und Zucker. Da kann man den Zucker reduzieren. Ja, okay. Bei der Mayonnaise ist ja, das ein bisschen. Das ist stimmt. Aber man hat hier so eine kleine Alternative, wenn es gar nicht geht. Hier, Miracle Whip. Das mit Joghurt. Ist das eine andere? Ja, die ist leichter. Echt? Schmeckt die? Ja, sie schmeckt ein bisschen anders. Ja, ein bisschen Joghurt. Ein bisschen mehr nach Salat. 108 Kalorien, 5 Gramm Fett. Und dann gibt es noch hier die Balance. Mit 142 Kalorien. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Ich wüsste nicht, welche geiler ist. Was sagt ihr? Schon die, muss ich sagen. Ja, links oder rechts? Schreibt es in die Kommentare. Kommt drauf an, was du damit machen möchtest. Das stimmt auch wieder. Auch to go, immer eine gute Sache, ist Apfelmus. Weil, wie ich finde, hat in den Relationen, je nachdem, welchen man wählt, relativ wenig Kalorien. Wir schauen uns aber natürlich mal die Eigenmarke an. Und das große Glas, da haben wir gerade mal 77 Kalorien. Und den kann man auch to go löffeln. Einfach einen Löffel besorgen oder mitnehmen dementsprechend. Und dann zwischendurch ein bisschen löffeln oder verfeinern mit Skier. Finde ich auch sehr geil. Russische Mayonnaise heißt Mayonnaise. Ja, Mayonnaise. Ist echt? So spricht man das. Mayonnaise. So spricht man das aus auf Russisch. Maiswaffeln hier, ja, diese die süßen. Haben wir sogar bei Rewe gefunden. Die haben wir sogar bei Rewe gefunden. Eurosnack, Bruder. Waffenblätter, gönn dir mal. Ja, wie deine Mama immer diese gezuckerte Kondensmilch. Ja, genau. Bouchonka. Hier, Leute, Diät-Snack aus Divchonka, genau. Auf jeden Fall 371 Kalorien, kaum Fett. Aber ein paar Calories, wenn man nicht alle isst, 60 Gramm hat die Packung gerade mal. Und guck mal, was das für ein Volumen ist. Also das ist wirklich Volumenfood. Und wer richtig knallhart ist in der Diät oder auch einfach so, gönnt sich Kidneybohnen. Dunkelrot aus der Dose, haben auch wenig Kalorien, viele Ballaststoffe, muss man sagen. Also wirklich gesundheitsfördernd, kann man wirklich so sagen. Kidneybohnen sind wirklich geile, eine geile Kohlenhydratquelle, wie ich finde. Habe ich auch eine Zeit lang sehr, sehr oft in meine Bowls reingetan. Aber so pur zu essen, ist schon eine Herausforderung. Und wer auf Rotkohl steht, es gibt Rotkohl hier in fix und fertig, in Apfelstücken, in Kleen mit 68 Kalorien, kann man nämlich auch kalt essen, wer Bock drauf hat. Und hier die leichte Variante mit sogar gerade mal 36 Kalorien. Auch das ist ein saftiger Diät-Snack. Aber während der Diät muss ich sagen, der hat natürlich nicht den vollen Geschmack. Da habe ich auf den zurückgegriffen. Trotz der paar Kalorien mehr. Wir haben dein Regal entdeckt. Denn für alle, die es noch nicht wissen, wir sind schwanger. Checkt den ersten Link oben in der Beschreibung, abonniert gerne unseren neuen Kanal, Team Tapia. Du musst das nicht im Nebenvideo erwähnen, Tapia. Wir wissen doch. Das inzwischen. Wir erwähnen es im Nebenvideo, weil wir mega stolz drauf sind und uns mega drauf freuen. Und du darfst uns gerne supporten, indem du den Kanal abonnierst. Der erste Link oben in der Beschreibung, denn bei uns gibt es bald eine Gender Party. Nennt man das so? Ja.
Also quasi, wo wir selbst, also ich halte es geheim. Bleibt auf dem Laufenden, klickt den Kanal an, da kommt bald ein Video zu dem Thema. Schatz, was ich aber mitnehmen möchte, ist Götterspeise, denn ich möchte endlich diesen Götterquark essen, den alle immer posten. Wolf, IQ's Kitchen, den. Okay. Den. Ja, checkt natürlich Instagram, da werde ich euch dieses Rezept vorführen, und zwar der Götterquark. Ich habe den noch nie zubereitet, aber andauernd gesehen. Die Salami kenne ich noch aus den letzten damaligen Food Halls. Go Light Salami ist natürlich im Verhältnis etwas teurer, aber guck mal, wir haben hier 160 Kalorien, nicht so wie Penny, wo man etwas hops genommen wird tatsächlich. Angeblich so Light Salami, dann ist es kein Light Salami. 160 Kalorien, 6 Gramm Fett, 26 Gramm Proteine. Hier haben wir die Salami 1A, auch hier die Light Variante, aber 272 Kalorien, 20 Gramm Fett, also doch ein paar mehr. Die ist ja auf jeden Fall geschmacklich top, kann ich schon aus Erfahrung sagen. Und jetzt Leute, die Wiener Würstchen mit 3 Gramm Fett. Kostet natürlich 2,19 € außer Frage, aber das ist wirklich ein Diät-Snack to go, wenn man gar keine Küche hat und irgendwas zu futtern haben möchte. Die schmecken halt geil, haben 105 Kalorien, 2,9 Gramm Fett, 19 Gramm Eiweiß. 105 Kalorien ist natürlich schon sehr verführerisch. Denn wenn wir uns mal die normalen Wiener anschauen im Vergleich, haben wir hier 280 Kalorien. Natürlich bekommt man hier mehr Kalorien für weniger Geld in Klammern und dementsprechend auch mehr Inhalt. Aber diättauglich ist es nicht wirklich. Der Knackum-Backteig gibt es normalerweise nur beim Rewe, aber den gibt es auch scheinbar hier. Der ist nämlich von den Werten, echt, was gibt es in Kaufland nicht, sagt Jodie gerade. 181 Kalorien gerade mal, 1,4 Gramm Fett. Das ist der wirklich heftigste Fertigteig, Pizza-Fertigteig, den ich überhaupt kenne von den Werten, und schmeckt halt auch noch gut. Vor allem ist Kaufland echt strong geworden im Veggie-Game, muss ich sagen. Falafel, habe ich gehört, soll echt gut sein. Diese Falafeln sollen vor allem echt gut sein. Natürlich auf Basis von Kichererbsen, so daraus bestehen Falafel. 10 Gramm Fett gerade mal, 206 Kalorien. Ist, glaube ich, auch ein nicer Snack für zwischendurch. Oder hier, wie ich sehe, Tofu. Ich bin so ein Freund von Tofu, nur wenn er wirklich gut zubereitet wird. Denn der Spaß hat hier 124 Kalorien mit 7 Gramm Fett und 14 Gramm Eiweiß. Darauf hat mich jemand von euch aus der Community per Instagram hingewiesen. Es gibt Mozzarella Wraps zum Rollen und Füllen. Für alle Low Carb Liebhaber quasi. Kann man ausrollen wie so ein Pizzateig und ja, den dementsprechend füllen. Ich würde ihn, glaube ich, noch so ein bisschen in den Ofen tun. Wo sind denn die Werte? 247 Kalorien, 19 Gramm Fett, 18 Gramm Eiweiß. Also ein klassischer Mozzarella-Teig, wollte ich schon sagen. Mozzarella kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Irgendwelche Freestyle-Kreationen. Also wenn es um Low-Calorie-Aufstrich geht, muss ich echt sagen, Exquisa ist da mies auf der Überholspur. Habe ich schon des Öfteren gezeigt, aber der ist einfach nur krass. Vor allem habe ich den auch mal to-go benutzt. Habe ich mir den Only gekauft, und zwar den hier in Paprika, und mir auf ein Knäckebrot geschmiert mit ein bisschen Wurst. Habe ich, glaube ich, sogar mal im Office gemacht, in der Story gezeigt. Denn der Spaß hat gerade mal 64 Kalorien und schmeckt echt nicht schlecht, muss ich echt zugeben. Mit Skier und jeglichen Protein Quarkprodukten, ich nenne es mal Quarkprodukte, ist natürlich Kaufland auch ausgestattet. Mein Q habe ich auf der FIBO sogar gesehen, den Stand. Hier haben wir nochmal All I Want, ist wie gesagt keine Werbung. Den habe ich auch wohl schon gesehen, soll gute Werte haben, aber in der Relation auf die Menge ist es natürlich schon heftig. 89 Cent auf 45 Gramm, da gönne ich mir dann doch lieber ein Skier hier, 500 Gramm davon oder so. Friends, ich gehe natürlich jetzt nicht auf jede Kleinigkeit drauf ein. Es gibt so viele Produkte, die identisch in vielen Supermärkten sind. Darum soll es gar nicht gehen, sondern eher so um neue Errungenschaften. Das bedeutet, falls ich was vergessen habe, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Teilt das hier mit der ganzen Community. Vielleicht können wir uns gegenseitig ein paar Tipps geben. Vielleicht habe ich jetzt schon was aus dem Kaufland vergessen zu erwähnen. Also schreibt es mal unten rein. Happy Hippo Snacks, wie sehr habe ich die als Kind geliebt. Also kein Scherz, die habe ich wirklich geliebt damals. Verschlungen wie ein Wahnsinniger. Und hier hat ein Stück einfach 123 Kalorien. Ja, auch der Spaß hat unter 150 Kalorien. Also einer geht mal so rein. Dennoch, ja,
Ich weiß nicht, lohnt sich solche 123 Kalorien? Schreib's mal in die Kommentare. Also da muss man Kaufland Props geben. Man hat hier alles. Die normalen Produkte, also die man kennt, die originalen Marken, so nenne ich das mal. Da gibt es natürlich auch die günstigen Varianten. Die Auswahl ist brutal. Hier werde ich auch wieder verrückt. Was soll ich hier von den Haribos nehmen? Wer meine Story letztens verfolgt hat, ich kaufe mir erstmal keine Haribos, denn ich esse eine Packung, wenn man mir die auf den Tisch legt, innerhalb von ein paar Minuten weg. Also die Haribos lassen wir erstmal weg für heute, denn das letzte Mal habe ich innerhalb von 15 Minuten 300 Gramm Haribos gegessen. Irgendjemand von euch hat mich darauf hingewiesen, dass diese Dinger relativ wenig Kalorien haben auf das Stück. Wir schauen mal. 30 Kalorien pro Stück. Geil. Also wenn man mal was Süßes will in der Diät, ist das wirklich eine geile Alternative. So ein kleiner Snack, 30 Kalorien gehen da immer mal rein. Oder waren das doch diese Karamellbonbons? Die sind quasi noch um einiges günstiger. Also es ist quasi die Fake-Variante, wenn ich mich nicht irre. Auch hier 9 Kalorien pro Stück. Heftig. Die haben einfach 9 Kalorien nur. Also das ist ein wirklich heftiger Diät-Snack, wie ich finde. Ja, es ist was Süßes. Aber es geht auch darum, in der Diät nicht zu verzichten und sich nicht nur von Salat und Reis zu ernähren. Jetzt kommt der spannende Teil, meine Freunde, und zwar Eis. Was hat Kaufland an Eis zu bieten? Da bin ich jetzt mal gespannt. Kalorienarmes, geiles Eis. Ich bin mir noch nicht mal so sicher. Ich erinnere mich nämlich auch echt gar nicht mehr, was Kaufland eigentlich so drauf hat. Was ich aber weiß, die haben natürlich das Oppo-Eis. Das zeichnet die natürlich aus. Oppo-Eis, für all diejenigen, die es noch nicht kennen, ist halt so ein, ich nenne es mal Diät-Eis. 190 Kalorien auf 100. Hier 133 Kalorien pro 100 Gramm. 285 Gramm ist drin. Kann man machen. Also schmeckt ganz gut. Ich finde natürlich so vollwertiges Eis Ben & Jerry's schmeckt besser. Ja, Oppo ist schon lecker, kann man so sagen. Wir haben hier so ein, was ist das, Flutschfinger oder irgend sowas? Thunderbird. Läuft, 94 Kalorien, 60 Kalorien pro Eis gerade mal. Also das ist definitiv diättauglich, kann man nicht anders sagen. Das ist ein Diät-Eis. Mini-Waffelhörnchen, da bin ich ja so ein Freund von so einem Mini-Waffelhörnchen. 50 Kalorien auf 100, also auch diättauglich, definitiv, kann man nicht anders sagen. Wer von euch kennt Plombier-Eis? Das ist quasi russisches Eis von einer sehr bekannten russischen oder ich sag mal internationalen Marke mittlerweile. Doofgarn, keine Werbung hier. Aber das sieht echt interessant aus. Wie viele Kalorien hat sowas? Interessiert mich jetzt mal. 265 Kalorien ein Stück und ein Stück hat auch 100 Gramm. Okay, das ist natürlich mächtig. Und hier das Karamell-Plombier-Eis, das mag ich zum Beispiel, hat 144 Kalorien gerade mal. Es gibt auch BVB-Plombier. Ah, krass. Das hat safe wenig Kalorien. Allgemein solche Fruchtsorten, die haben meistens wenig Kalorien. Guck mal, was haben wir hier? 64 Kalorien, 32 Kalorien pro Stück. Auch echt mächtig. Walnuss, Freunde. Geiles Eis da oben. Oder was ist das? Chocolate Brownie. Soll ich das mal vergleichen mit Ben & Jerry's? Schaut mal, immerhin 2,50 Euro. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich so einen Vergleich starten soll, quasi. Ich nenne es jetzt mal Fake Eis gegen Ben & Jerry's und Co. Ein kurz und schmerzloser kleiner Food Haul aus dem Kaufland. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen Supermarkt wir als nächstes besuchen sollen. Und wir sind schon ganz müde, ne? Checkt natürlich unseren Zweitkanal ab, dann wisst ihr auch, weshalb diese wunderschöne Frau so müde ist. Und auch gerne auf Instagram uns beiden folgen. Findet ihr natürlich die Links in der Beschreibung. In dem Sinne, meine Freunde, welchen Supermarkt soll ich als nächstes besuchen? Ab in den Kommentare. Und dann sehen wir uns bald wieder. Wenn es wieder heißt. Food, 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 meine Freunde. Also bis dahin.